Leute Beat. Sie sind recht friedlich, aber man will sie nicht wütend machen. Dann machen wir sie nicht wütend. Dann stecken wir einfach die Waffe weg und laufen hier gemütlich durch die Gegend. Ich finde die Rüstung immer noch so geil. Wow, 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 wow. Ja, komm. So. Ich habe mich übrigens nochmal umgehört. Es soll doch bessere Rüstungen geben als die. Durch die DLCs nämlich. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Sie sind von Joshua Graham zu uns gesandt worden. Der Vater in den Höhlen segne sie. Daniel erwartet sie. Cool. Ihr Bärenhandschuh gefällt mir. Wo kann ich so einen bekommen? Die Yao Guai-Faust ist unser heiliges Symbol. Er zeigt, dass wir zum Stamm gehören und eine gefährliche Aufgabe angenommen haben, um ihm zu helfen. Jedes Stammesmitglied stellt seine eigene her. Und nur dann, wenn er einen Yao Guai getötet hat, der unser Volk bedroht hat. Unser Schamane Weißer Vogel überwacht die Riten. Vielleicht lässt er sie eine solche Aufgabe übernehmen, wenn sie mit ihm sprechen. Und wer sind sie? Man nennt mich Erwachende Wolke. Ich bin die Hebamme für das Tränenvolk. Das klingt unheilvoll, nicht? Hebamme des Tränenvolks. Hebamme? Ich habe hier gar keine Kinder gesehen. Die Kinder und die Alten wurden bereits aus dem Lager evakuiert. Sie sind in Sicherheit, solange die Weißbeine keine Gewalt zu uns bringen. Was tun sie, wenn sie gerade keinen Kindern auf die Welt helfen? Ich behandle Verletzungen und Krankheiten, die unseren Stamm heimsuchen. Ich suche in den Tälern nach Kräutern für meine Medizin. Reden wir über was anderes. Können Sie mir etwas über diesen Daniel erzählen? Wer ist er? Daniel ist ein weiser Mann und ein Freund des Tränenvolks. Er lehrte mich die Sprache Neukanaans, das Englisch aus den heiligen Büchern. Heilige Bücher? Ja, die Sprache der Neukanaaniter ist die heilige Sprache, denn es ist die Sprache, in der ihre heiligen Schriften geschrieben sind. Der Vater in den Höhlen gab sie ihnen nach dem Gericht, aber die Vorfahren des Tränenvolks versündigten sich. Ihnen wurde die Sprache verwehrt. Kennen Sie ihn schon lange? 6 Jahre. Er wohnte der Geburt meines Kindes bei. Es war eine schwere Geburt. Der Fluss trug mein Wasser fast zum Vater und mein Kind mit ihm. Daniel kannte sich mit der Medizin Neukanaans aus. Er rettete unser beider Leben. Danach bat ich Daniel, mich zu lehren, was er über Geburt wusste. Er willigte ein. Und hier bin ich nun. Gut zu wissen. Wer oder was ist der Vater in der Höhle? Haben Sie nicht vom Gott der Neukanaaniter gehört? Er beschützt und richtet über uns. Er half unseren Vorfahren, ihren Platz in Zion zu finden. Er beschenkte uns reich, aber wir dürfen ihn nicht aufsuchen. Seine Höhlen sind für uns verboten. Die, die nach ihm suchen, werden uns genommen. Das klingt nicht wie das, was ich über die Neukanaaniter gehört habe. Vielleicht verstehen Sie die Neukanaaniter noch nicht vollständig. Ich habe die Bilder des Vaters gesehen. Seine heilige Braut und sein Kind wurden der Welt gegeben, sie zu retten. Sie lebten in den Höhlen der Berge. Höhlen, die noch heute zu sehen sind. Die Menschen versündigten sich und wurden bestraft mit dem Ende in Feuer und Verlust der heiligen Sprache. Nur die Neukanaaniter wurden verschont. Ich verstehe. Faszinierend. Daniel kann Ihnen sicher mehr dazu sagen. Sein Wissen über den Vater ist größer als mein eigenes. So. Erzählen Sie mir etwas mehr über Ihren Stamm. Wir durchwandern die Narrows seit dem Ende in Feuer, als der Vater in den Höhlen die Welt strafte und uns die heilige Sprache vergessen ließ. Wir lebten in Eintracht mit den anderen Stämmen des Tals. Zumindest bis Salz in der Wunde und seine Weißbeine hierher kamen. Wir verdanken es Daniel, dass wir weiterleben. Sein Rat und seine Hilfe waren es, die die Weißbeine bislang davon abhielten, uns zu überrennen. Ich weiß jedoch nicht, wie lange er uns noch beschützen kann. Was wissen Sie über Salz in der Wunde? Er ist der Kriegshäuptling der Weißbeine. Und der grausamste von ihnen.
Er vernichtete viele Stämme und die Krieger, die er erschlug, sind zahllos. Das ist alles, was ich im Moment wissen muss. Ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen zu sprechen. Na, sieh mal einer an. Also dieses Ende in Feuer, das ist natürlich die atomare Katastrophe. Also der Fallout an sich. Jetzt machen wir es aber doch ganz einfach mal so. Unser Ziel ist da vorne irgendwo, aber... Oh, Stammesangehörige der Wüstenpferde. So, aber irgendwo muss ich doch jetzt noch... Moment. Aufgaben. Wo ist denn der Schamane? Zack. Ach, der ist da rechts. Okay. Der ist da oben also. Dann machen wir es aber trotzdem erstmal so, dass wir jetzt zum Daniel zuerst gehen. Und dann mal schauen, ob wir das Tränenvolk befreien können. Oh, Wasserfall. Wasserfall. Ja, okay. Steht der hier unten irgendwo? Tatsächlich. Das ist Daniel? Die Wüstenpferde sprachen von dem Überfall auf ihre Karawane. Die Worte eines Fremden mögen nicht viel zählen. Dennoch haben sie mein Mitgefühl. Das Tränenvolk trauert auch um ihre Freunde. Es trauert sogar um Weißbeine. Es sind mitfühlende Seelen. Unschuldige Seelen. Falls es so etwas gibt. Trotz der Geschehnisse hoffe ich, dass Joshua und ich ihnen helfen können. Aber offen gesagt, erst einmal brauchen wir ihre Hilfe. Joshua hat mir gesagt, dass sie ein paar Dinge brauchen. Ich glaube, das ist alles. Das soll mich doch. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren, überhaupt etwas zu bekommen. Stammesleute sind clever, aber ein wenig ignorant. Ein Tabu aufzugeben ist nicht leicht für sie, also musste es einer von uns sein. Dabei brauchte es nur einen Ungläubigen oder nichts für ungut. Diese Vorräte sind ein Segen. Aber wenn wir Zion ohne weiteres Aufsehen zu erregen evakuieren wollen, muss ich sie nochmal ins Tal zurückschicken. Spähen Sie für mich ein paar Gebiete der Weißbeine aus und suchen Sie eine Karte von Grand Staircase, einer Wildnis weiter im Osten. Und dann wären da noch die Straßen. Wir verlassen den Park an seiner Ostseite, aber ich bin nicht sicher, ob der Weg frei ist. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß Ihren Eifer zu schätzen. Nicht viele Menschen da draußen im Ödland zeigen sich Fremden gegenüber so uneigennützig. Da sie im Tal schon etwas herumgekommen sind, könnte ihnen auffallen, dass die Weißbeine aktiver werden. Eine Jägerin des Tränenvolkes, Erwachende Wolke, wird ihnen auf ihrem Weg zur Seite stehen. Sie ist besonders gut darin, beinahe unsichtbar zu sein. Danach kommt es nur darauf an, alle sicher hier herauszubekommen. Und sie können hoffentlich ohne weitere Probleme in die Mojave zurückkehren. Okay, Sprengstoff ist immer nützlich. Daniel hat ihnen Vorkriegsdynamit und einen speziellen Detonator gegeben. Sie sind als Waffen nicht zu gebrauchen, aber könnten nützlich sein, um bestimmte Höhlen zum Einsturz zu bringen, falls dies nötig wird. So, hier trennen sich unsere Wege. Ich werde wieder im Lager der Wüstenpferde gebraucht. Vielleicht treffen wir uns dort irgendwann wieder. Bist du sicher? Du warst mir bisher ein hilfreicher Begleiter. Tut mir leid. Joshua hat sich klar ausgedrückt. Wir bringen dich zu Daniel, dann kehren wir heim. Das musst du mit ihm klären, wenn du willst. Dann richte Joshua Grüße von mir aus. Werde ich. Gut gonnen, Ak Is. Volk Kreide ist zurückgekehrt. So, haben wir verloren. Und wir sind schon wieder gelevelt. Was ist denn los? So, reparieren das mal auf 100. So. Ja, was machen wir jetzt? Ich glaube, Nahkampfwaffen, ich weiß nicht. Stufe 40 sind wir. 10 Stufen haben wir noch. Jetzt ist die Frage, wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen auf Sprengstoff gehen, oder? Machen wir mal noch 5 Punkte in Sprengstoff. Und einen Punkt in Nahkampfwaffen. Komm, was soll's? Energiewaffen brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Sprengstoff waffenlos und überleben, ah, das ist Quatsch. So, und jetzt können wir natürlich noch eine Fähigkeit auswählen. Eine Rüstung, was ist denn los hier? Durch ihr Wissen über Roboterkomponenten können sie Roboter einfacher aufbrechen und ausschlachten.
Sie haben eine Chance von 25% auf kritische Treffer gegen Roboter. Nicht wirklich. Nein. 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 Ach Gott. Nein. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht, aber trotzdem. Nicht wirklich. Nee. Läuterer. Mit Nahkampfwaffen zu. Ich bin noch kein Irrer. Ich kämpfe nicht gegen eine Todeskralle mit einer Nahkampfwaffe. Apotheker ist auch nicht schlecht eigentlich. Sie können nun auch schnell reisen, wenn sie überlastet sind. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Robotikexperte, nee, Unglücksfee. Ja, kann man eigentlich auch mal machen. Sie haben eine Schrotflintentechnik entdeckt, die es ihnen ermöglicht, Feinde zurückzustoßen. Mysteriöser Fremder ist halt auch geil. Also wenn man die mysteriösen Fremden und die Unglücksfee beide hat, dann ist der Wetz-Modus echt der Shit. Weil dann taucht manchmal er auf, dann taucht wieder sie auf und ballert einfach alles um. Das ist ziemlich krass. Tja, das ist jetzt die Frage. Finesse. Wir haben halt wirklich... So sinken alle AP-Kosten um 10%. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Waffen schneller ausrüsten und wegstecken. Das ist eigentlich auch eine geile Sache. Oh, haben eine Chance, das Ziel niederzuschlagen. Auch nicht schlecht. Höhnischer Imperialist, auch nicht schlecht. Furchterregendes Auftreten. Nee, das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Boah, sorry, dass es wieder einen Moment dauert, aber... Aber, das muss jetzt sein. Oh, mit dem extra Härte erhalten sie plus 3 auf ihre allgemeine Schadensschwelle. Auch nicht schlecht. Das ist auch geil. Mit Schrot für den Flintenchirurg. Alle Eigenbaurezepte der Ladebank sind freigeschaltet. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Bei Energiewaffen steigt die wahrscheinlich... Also, aha. Das ist irgendwie alles... Es gibt viele geile Sachen. Sie erhalten im Schleichmodus die Möglichkeit, eine Leiche zu essen. Oh, das ist so widerlich. Boah. Das ist total krank. Da kann man halt echt die gefallenen Gegner einfach fressen. Aber das ist so ekelhaft. Aber wir können eigentlich mal so ganz normale Sachen wie schnelles Laden oder sowas nehmen, oder? Laden ihre Waffen 25% schneller nach. Das sind eigentlich so Sachen, die können wir mal nehmen. Auch wenn wir jetzt hier... Boah, wie viele Sachen das hier noch gibt. Aber dafür brauchen wir Überleben. Kannibale, Alter. Ich will aber nicht die Leiche eines Supermutanten essen, Alter. Kopf runter. Sprengstoff. Das sind halt so Sachen, die werden wir wahrscheinlich nie haben. Wahrscheinlich zumindest nicht. Schwergewicht. Waffen mit einem Gewicht von mehr als 5 Kilogramm sind für sie nur noch halb so schwer. Stärke 7, scheiße. Wir haben keine Stärke 7, Mist. Schade, das sind echt so Sachen, die würde ich gerne haben, aber... Mist. Naja, okay, was soll's. Was nehmen wir denn jetzt? Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen echt mal das schnellere Nachladen, aber wir brauchen das eigentlich nicht. Wir brauchen das eigentlich überhaupt nicht. Das ist voll der Quatsch.
Alle Medikamente doppelt so lang, auch nicht schlecht. Sie können schnell reisen, wenn sie überlastet sind. Ja. Hm. Nee, nicht wirklich. Flintentierwork. Hm. Mhm. Hm. Eingefleischter Junggeselle, das ist halt auch so krank. Sie fügen männlichen Gegnern mehr Schaden zu. Ein ihrer Special-Attribute um einen Punkt erhöhen. Haha! Dann machen wir jetzt höher die Stärke, ne? Ja. Ja, wir nehmen die Stärke jetzt. Zack. Haben wir jetzt nämlich Stärke 7. Und dann können wir danach die höheren Fähigkeiten skillen für Stärke 7. Das ist super. Haha. Doch noch was Gescheites gefunden. Und wir müssen... Kommen wir da hinten irgendwo hoch? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach hinten. Der wird ja wohl wissen, wo er hinläuft. Der Daniel. Da hinten gibt es auf jeden Fall noch einen Ort. Da gehe ich jetzt mal als erstes hin. Ich will hier natürlich auch so viele erkunden wie möglich. Wo ist denn der Ort? Ist da oben, ne? Mist. Naja. Ich ärgere den Fallout nach wie vor. Moment mal. Zieh dir mal was an, Junge. Wer will denn das sehen? Es gibt ja keine Frauen, die so rumlaufen, aber nur Kerle. Ne? Was sag ich? Was ist das? Oh. Oh. Der war, glaube ich, gerade beim Essen, als der Felsen ihn platt gemacht hat. Ja, irgendwie scheiße, ne? Oh. Half-Maus-Höhle. Ja, da gehen wir mal rein. Ah, jetzt sind wir ja alleine, Mist. Wie ist das denn hier denn auch Bretter im Boden? Was ist denn das? Half-Maus-Höhle. Hm. Ach so. Ist so eine Art Versammlungsort für die. Ach so ist das. Schrecken Vorderbein. I. Die Narrows. Das ist wahrscheinlich so eine Zwischenstation. Hier können wir jetzt wahrscheinlich... Ah ne, können wir nicht. Aber hier können wir jetzt wieder in die Narrows zurück. Machen wir doch einfach mal. So. Und jetzt sind wir hier. Nee, du bist ein anderer Stammesangehöriger. Was hast denn du in dem Sack? Können wir nicht öffnen? Auch gut. Also wir können schon öffnen, aber ich will ja kein Karma verlieren. Das wäre schlecht. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Perfekt. Hä? Zahme Geckos? Krass. Das ist interessant. So, jetzt gucke ich mal nach dem Aufnahmeritus. Und zwar Starcase. So, wir müssen erstmal erwachende Wolke noch fragen, ob sie mitkommt. Flussmonster. Töten Sie den Jaogua. Jaogua, Jaogua. Ja, das ist lächerlich. Töten Sie die Weißbeine. Entschärfen Sie die Fallen. Kümmern Sie sich um die Fallen. Löschen Sie das Lager der Weißbeine aus, stellen Sie Kriegstotems. Ja, das machen wir alles auf jeden Fall. Das machen wir erstmal Übergangsritus. Und gehen mal... Na, hey! Blöder Gecko. So, und gehen erstmal zu dem Weisen, der uns wahrscheinlich einiges erzählen kann jetzt. Jetzt gucke ich mal, wo wir hier hinkommen. Da ist auch ein Ort, den wir entdecken können. Ach, da unten. Ja, komm. Nicht fallen. Stonebones-Höhle. Stonebones. Oh, oh. Hier sind vor allem überall Fallen.